Offiziell der dritte Tag der Kieler Woche 2010. Heute haben wir Mittsommernacht, der längste Tag im Jahr. Deshalb sieht man wenig Sterne. Valentinstag ist vorbei. Wer liebt wen, hat sich jetzt herausgestellt. Wer liebt wen nicht? Hat sich auch herausgestellt. Eindeutig. Oh. Aber ich gucke auch mal in die Jacke von der Frau. Ich dachte, Sie wollten unter den Pullover gucken vielleicht. Oh, Regen zur Kieler Woche ist überhaupt gar nichts Ungewöhnliches. Der Kieler wird es wissen, aber wer zugereist ist, der wird sich vielleicht wundern und ärgern. Das muss nicht sein. Wer aushält, dass unser Nordenwetter, wer unser Nordenwetter aushält und in unser Nordendorf ist, der kann was erleben. Der darf sich danach auf ein paar Sonnenstrahlen freuen und kann den unser Norden-Regenschirm getrost wieder zumachen sozusagen. Den gibt es übrigens für 5 Euro im Unser Norden Shop. Man spricht ja nicht nur von 12 Quellen, die es insgesamt geben soll hier in Karlsbad, mit jeweils bis zu 40 chemischen Elementen drin vereinigt, sondern es gibt auch noch eine 13. Quelle. Das ist der Becher Wofka. Schön ein Lö. Und so sind wir in der Tschechischen Republik. Heute Abend auf der Unser Norden Bühne sind exklusiv die Wise Guys. Wir haben viele, viele Fans hier um uns herum stehen und wir werden uns natürlich die Extremfans suchen und sie für Handtücher pinnen. Pin-Dinger, wie heißen die denn für den Kühlschrank? Kühlschrank-Pins und hübsche Umhängetaschen, Einkaufsbeutel, die Leute machen lassen, was sie so. Also, wir wollen was erleben. Und Bibi erzählt euch jetzt mal oder zeigt euch mal, wie man Serviettenknödel macht. Da ist die Serviette hinein, den Teil. Topf, Deckel drauf. Kochen, rausholen, tada! Schneiden. Lecker. Wenn es auch da schnell gehen muss, eigentlich ist es ja für die Farbe. Und das Schöne ist ja, dass man immer viel Möhren, Nüsse und Äpfel isst. So, jetzt erzähle ich Ihnen nochmal mein bestes Kinderwoche-Erlebnis. Nee, meins ist nicht so top. Ich saß hier lustig mit meinem Eis und habe eine Pause gemacht. Das ist ja schrecklich. Bringt Glück! Aufs Eis? Ja! Da war doch gar kein Schoko drauf. Im wahrsten Sinne des Wortes, scheiße!